Hallo, ich begrüße Sie heute mal von einer ganz ungewohnten Stelle, nämlich ich sitze vor meinem Tablet und versuche Ihnen zu zeigen, wie man dieses Gerät einsetzen kann, um Vokabelkenntnisse abzufragen. Also automatisch sollen die Vokabelkenntnisse auf einer Lernplattform bewertet werden. Damit Sie mich sehen und sehen, was das Tablet kann, gehe ich hier mal kurz auf die Kamera, winke einmal kurz. Jetzt sehen Sie also auch, ne, das Tablet hat also nicht eine allzu dolle Qualität, kostet so um die 80 Euro, wenn man es dann neu kauft. Ich schließe das hier, beziehungsweise gehe auf Zurück und starte mal den Browser. Der Browser ist so eingestellt, dass sofort die Seite der Lernplattform kommt. Ist wer weiß was nicht, eine Moodle-Lernplattform, die dem Unternehmen BluePages, also dem Unternehmen, wo ich Geschäftsführer bin, gehört. Und da gibt es hier oben ein kleines Menü. Das heißt, sieht jetzt so aus, weil dieses Tablet ist jetzt im Hochformat eingestellt, damit Sie sich nicht laufend umstellen müssen und der Bildschirm optimal genutzt wird. Und ich gehe dann gleich mal auf Kursauswahl. Und wenn ich darauf gehe, sieht man ein Bild und daneben ein bisschen erklärenden Text, dass man sich mit Kleinbuchstaben anmelden kann. Und das Gleiche, was man als Kleinbuchstabe verwendet hat, das verwendet man dann auch als Passwort. So, hier ist die Liste. Da gehe ich jetzt mal auf den Kurs 39, Tablet-Version, englische Verben, den deutschen Entsprechungen zuordnen können. Und weil ich noch nicht angemeldet bin, da muss ich mich jetzt anmelden und dann nehme ich jetzt mal als Username ein X. Und den gleichen Buchstaben, den muss man dann auch als Passwort einsetzen. Also wenn ich jetzt als Username ein C genommen hätte, müsste ich auch als Passwort ein C nehmen. So, und dann klicke ich hier auf die Schaltfläche zum Anmelden. Und da sehe ich jetzt die Moodle-Plattform etwas ungewohnt, weil die ist jetzt statt nebeneinander untereinander angeordnet. Das heißt, ich sehe also jetzt hier das Navigationsmenü. Und wenn ich dann mit dem Finger nach oben streiche, dann sieht man hier auch den Kurs mit dem Nachrichtenforum und die Kapitelüberschrift mit dem Smartphone oder einem Tablet die richtigen Verben zuordnen. Da gibt es zwei Tests, die stehen hier: Liste mit englischen Verben in alphabetischer Reihenfolge und Liste mit englischen Verben in zufälliger Reihenfolge. Nehmen wir mal gleich das erste und habe darauf geklickt. Und jetzt ist es auch schon geöffnet. Da sehe ich, wahrscheinlich war ich nicht der Einzige, der hier auf der Plattform mit dem X arbeitet. Hier gibt es schon eine Version, letzte Vorschau fortsetzen. Da hat er also nicht zu Ende gemacht. Da gehe ich darauf. Und da sehe ich, drei Fragen sind schon bearbeitet. Die erste ist vollständig richtig. Gucken wir uns einfach mal an. Da sieht man, die erste Spalte, das hier, das sind die englischen Verben. Und in der rechten Spalte stehen die deutschen Verben. Und vor jedem deutschen Verb steht eine Ziffer zwischen 0 und 9. Also 10 Verben sind immer so auf einer Frage angeordnet in der Tabelle. Und weil die nicht in der gleichen Zeile stehen, die Entsprechung, muss man das über diese Nummer vornehmen. Zum Beispiel bei Achieve steht hier eine 3. 3 bedeutet, damit ist erreichen gemeint. Effekt, da steht eine 2, betrifft, also Effekt oder Konzern. Appear, die 4, erscheinen. So, da sehen wir also, hier ist alles richtig. Da kann man dann auch unten drunter nochmal schauen. So wäre es auch richtig gewesen, wenn oben Fehler aufgelaufen wären. Man hätte sich das sogar hier mit dem Wörterbuch Lingui anschauen können oder man hätte dazu ein paar Bilder sich anschauen können. Ich gehe hier mal auf Weiter und da bin ich jetzt bei der zweiten Frage. Da sehen Sie, da gibt es Fehler. Die ersten drei sind richtig, die anderen sind falsch. Also wir wollen jetzt mal eine neue machen. Damit Sie sehen, wie das funktioniert. Ich gehe jetzt einfach mal auf die vierte Frage, die ist nämlich noch nicht bearbeitet. Man kann natürlich auch neue Vorschau beginnen, dann werden alle begonnenen Fragen werden dann zurückgesetzt, werden gelöscht und alles ist dann wieder
leer. Aber wir machen es jetzt mal so. Vierte Frage wird beantwortet. Ich nehme jetzt mal den Finger und schiebe schon mal den Bildschirm passend. Und da sehe ich jetzt diese 10 englischen Begriffe, diese Verben. Und daneben stehen die deutschen Entsprechungen. Und bei, da ist es aber schwierig gerade, habe ich mir was rausgesucht, wo ich mich nur blamieren kann. Exclude heißt ausschließen, oder? Ausnehmen. Also nehme ich da mal die 0. Exist, insist heißt bestehen. Elapse, das könnte Vergehen sein. Decay, to decay. So, das Ganze ist jetzt für mich doch sehr schwierig und ich will Sie ja auch nicht damit belästigen in meinen Denkprozessen. Ich trage jetzt einfach mal genau die Ziffern ein, die hier vorstehen, also dass die Deutschen schon passend neben den Englischen stehen. Dann trage ich hier jetzt eine 4 ein und da eine 5 und da eine 6, da eine 7. Sie sehen, das geht ein bisschen verzögert. Da kommt dann eine 8 hin und die 9. Und dann klicke ich hier auf Prüfen. Wenn jetzt mehr richtig ist, dann ist das Fall und Fallen. Das sogar, passte sogar. Aber ansonsten, sehen Sie, kann man also höchstens mal einen Zufallstreffer landen. Man muss schon nachdenken. So, wir haben also hier unten die richtigen Lösungen für Form und Educate wäre, wenn ich jetzt mal nachschaue, Bilden wäre richtig. Und wenn ich mir das dann auch nochmal anschauen will, dass das stimmt, gehe ich hier auf Bilden, auf den Link in der Hilfe und da steht dann Bilden und da kann man dann also auch die entsprechenden Begriffe finden. Da steht auch dieses Form, taucht hier auf bei Form. So, das wollen wir jetzt nicht länger fortsetzen. Sie haben also gesehen, Hilfe funktioniert auch am Tablet. Was ist das Fazit? Sie bekommen, wenn Sie solche Zuordnungen machen über die Nummern, sofort eine Rückmeldung, ob Sie die Verben richtig zugeordnet haben. Das kann man zum Selbsttest einsetzen, das können Lehrer auch als Übungstests einsetzen. Vor allen Dingen machen Sie Ihren Schülern vielleicht damit eine Freude, weil es ist ja schon für Schüler sehr schwierig, eine ganze Unterrichtsstunde auf so eine Fingerübung am Tablet oder am Smartphone zu verzichten. Und wenn dann der Lehrer sagt, okay, machen wir mal am Smartphone einen 5-Minuten-Test und er ordnet jetzt mal die Worte, die Vokabeln der letzten Lektion mal richtig zu, dann ist das natürlich eine schöne Fingerübung und die Finger entspannen sich dann. Ja, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Sie sehen hier noch diese Lerneinheit hier mit den 110 Verben. Die gibt es als Creative Commons Lizenz. Das heißt, Sie müssen dafür nichts zahlen. Sie können das einfach kopieren. Sie können es auch verändern. Sie müssen nur den Namen des Urhebers nennen, aber zahlen müssen Sie ihm nichts. So, wo Sie das bekommen, das sehen Sie auf meiner Webseite. Wollen wir an der Stelle dann Schluss machen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.